Ja, passt. Hallo und recht herzlich willkommen wieder hier im LS22 auf der Silverrun Forest. Noch die letzten Meter vor dem LS25. Und ich bin mal wieder hier zu Gast auf dem Server vom bzw. auf dem Host Server Gaming Gonzo alias Simon. Hallo Simon, willkommen. Hi Stefan und hallo liebe ja, Community, liebe YouTube. Ich weiß, du bist auch auf YouTube heute, Stefan. Ich bin auf YouTube heute, ja. Okay, also liebes YouTube Watching. Ja, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Es ist gerade jetzt Samstag 0:14 Uhr, um genau zu sein. Das heißt noch 17 Tage. Und wir haben hier noch was oder viel vor. Müssen wir Ja. also noch ein bisschen anklotzen. Die letzten 2 Wochen sind ja ausgefallen. Einmal wegen, Ja. also eigentlich immer wegen Krankheit oder irgendein Zwischenfall. Sind wir froh, dass wir jetzt noch die letzten, wie viele Streams sind es noch, neben dem noch 2 Streams, gell? Ja, ich komme, also ich habe nächste Woche Urlaub. Okay. Ich fahre auch weg, aber ich fahre am Freitag wieder heim. Also es müsste eigentlich passen, dass nächste Woche stattfindet. Okay, gut. Ja, und dann der Ja. vorletzte, wo wir dann die letzten Meter machen. Genau. Ja. Aber vielleicht schaffen wir es ja doch noch, falls die Achterbahn bis dahin doch nicht läuft, vielleicht auch mal während der LS25-Zeit mal hier zurückzukommen. Wer weiß. Wenn es Ja. bloß ist, dass wir da quasi auf alles fertig machen, um dann einmal mit der Achterbahn zu fahren. Das Schiff kann man ja nicht benutzen, ne? Also, dass ich einmal hier alles fertig mache, ne? Genau. Nein, wir können auch zusammen was fertig machen, wenn wir es irgendwo mal treffen. Vielleicht nicht so spät, sondern vielleicht ein bisschen komme ich ja mal früher mal ran. Okay, also, dann gleich in die Pötte. Ja. Du, Stehen Simon, geblieben. ich möchte gerne was einblenden, was ich heute von Ja. dir bekommen habe. Du kannst ja vielleicht den Zuschauern sagen, was ist es, was ich gleich einblenden werde? Und was für Nutzen haben die denn von dieser Einblendung? Ach ja, das. Ja, genau. Das ist so ein, es nennt sich Creator Code. Damit, beziehungsweise bei mir in der Videobeschreibung oder hier in der Livestream-Beschreibung ist verlinkt der Farming Simulator 25 von der offiziellen Farming Simulator Seite. Wenn ihr darüber also nochmal von vorne. Bei mir in der Videobeschreibung gibt es einen Link, der führt euch direkt zum Farming Simulator 25 auf die offizielle Seite, wo ihr das Spiel euch kaufen könnt. Es Habe ich schon kostet euch gemacht. keinen Cent mehr. Oder wenn ihr dort seid auf der offiziellen Seite, könnt ihr auch diesen Code eingeben, den ich jetzt einblenden werde. Sieht man jetzt nicht ganz so gut, glaube ich. Bei Aber mir es schon, ich müsste habe von gehen. oben geguckt, damit quasi der Hintergrund der Boden ist. Also ich habe es schön mittig gemacht. So, jetzt. Gibt Garmin Gonzo. den Creator-Code eingeben. Damit würdet ihr eben mich, meinen Kanal, beziehungsweise ja auch die ganzen Projekte, wo noch kommen werden, unterstützen. Dann, ich war auf der Wiese, glaube ich, beim Aufsammeln vom Gras. Da bin ich stehen Das geblieben, jetzt mal. kann sein. Wir können ja auch hin springen. Haben wir ja gesagt, beim ersten Mal dürfen wir hinspringen. Ach so, stimmt, stimmt, stimmt. Nee, du bist hier unten im Glas gewesen. Wo? Neben der mit Eisenschmelze. Ja, hier. Genau da. Es ist halt die Frage, was steht noch an, ne? Was kann ich tun?
Du sammelst auf und ich stehe rum und mache einen guten Eindruck. Genau. Auch wichtig. Und ich fange mit dir mit und mache blöde Sprüche. Das kann ich auch. Ja, so. Bin ja gespannt auf die Hardware Kompatibilität von mir mit dem LS25, ob ich da Probleme bekomme. Ja, der ist, glaube schon deutlich leistungsintensiver. Mhm. Apropos LS25, Giants war ja sehr aktiv diese Woche mit Informationen über den LS25 rausbringen. Und ich möchte gern mit dir über ein Thema sprechen, wo mir so ein bisschen präsent im Kopf gerade ist. Das wäre? Werkzeuge und diese die Folie. Also da haben sie ja echt einen rausgehauen mit den Werkzeugen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hab's gar nicht angeguckt, weil ich habe einen YouTuber, der hat gemeint, der will gar keine Videos angucken, bevor er nicht mal selber ins Spiel angeht. Wieso? Das kam ja direkt von Giants. Ja, das stimmt. Ich hab's nur mal irgendwie am Rande mitbekommen, dass dass man das da anwählen kann, aber da ist auch gleich irgendwie die Pistole mit dabei. Also bei den Geräten ist es jetzt so, zum Beispiel Kettensägen, die tust du jetzt nicht mehr permanent bei dir führen. Oder musst du nicht mehr permanent bei dir führen. Da gibt es so einen Geräteschuppen. Da kannst du die Kettensäge abstellen, das Markierungsspray für die Bäume. Ah, cool. Und die Bürste für die Pferde zum Saubermachen. Ah ja. Da auch ablegen. Dann einige Forstmaschinen unterstützen, dass du die Kettensäge dort hinmachen kannst. Dann kannst du cool. Sie über einen Rubenwagen, sage ich jetzt mal, einfach mitnehmen. Cool. Also ich fand das Feature oder die Ankündigung für das Feature echt überraschend. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wo ich das Feature bekommen habe oder gesehen habe, dachte ich so, oh. Oh. Ich soll doch einen Ticken vorfahren. Nee? Okay. So, ich glaube, dann ist für heute vorbei. Kann man spulen, oder? Ja, ich glaube ja, weil dann kann man noch gucken, dass man vielleicht ein bisschen Wolle rüberbringt. Also ich sollte was Stoff bekommen für. Drück einmal Steuerung I. Wieso? Du entlärdest noch. Okay, jetzt einmal hier kurz die Nacht überspringen und dann mal gucken, wo wir rauskommen. Okay. Aber ich werde da mal ganz kurz rüberrennen zur Achterbahn, um mir da mal den Stand anzugucken. Ich glaube, die hinterher. Wie, was, wo? Ja, und auch noch so ein Feature vom LS 25 ist ja diese, was ja der Randy schon geleakt hatte, sind diese Dialoge mit den NPCs. Ja. So. Was ich auch cool finde, dass du deinen Bauernhof erstmal zusammenbauen musst. Ja, genau. Das Farmhaus bauen und so weiter. Finde ich das gut. Würde ja zu deinem Projekt super passen, ne? Von Zero to Hero muss erstmal Geld ran und erst wenn du genügend Geld und Holz hast, kannst du dein Haus bauen. Ja, das könnte gut passen, ja. Muss mal deaktivieren.
Ich würde mal das Sägewerk auch komplett deaktivieren, weil ich glaube nicht, dass wir da noch was produzieren müssen. Nee. Ja, ich würde jetzt einfach mal hier die Achterbahn weiterlaufen lassen. Ja, es wird auch schon Also, vollständiger, ne? was mir jetzt gerade so auffällt, Stefan, Ja. die Restzeit funktioniert jetzt. Die läuft runter. Das ist Ingame-Zeit, oder? Oder? Ja, die ist in-game. Ich Also tue jetzt ja 9 auch kannst du gerade. mal stoppen. Ein bisschen vor 9, oder? Ja, ein bisschen vorne, aber sage ich um 9. Ja, halb 9, halb 9. Aber dann wird sie noch nicht fertig sein, dann haben wir immer noch einen Schritt. Ja. Dann bin ich mal gespannt, was wir da noch brauchen. Aber die letzten 5 Minuten mache ich es jetzt spannend. Oha. Weil ich renne jetzt erstmal noch kurz zur Bootswerft. Oder nee, komm, wir nehmen den Retriever. Zwei Cowboys unterwegs zum Retriever. Jawohl, da ist er. So, jetzt kurz auf Stefan warten. Ah, der ist schon da. Okay, gut. Ja, ich habe ja schon letzte Woche im Livestream angeteasert, dass es von mir im LS25 ja nicht dieses standardmäßige Let's Play geben wird. Okay. Also ich habe da ein paar Sachen in Planung, was ich machen möchte. Ja, klar, jetzt Multiplayer ist für mich kein Standard-Let's Play. Na, ich meine sowas, wie ich auf der NF Marsch gemacht habe. Okay. Das ist für mich raus im LS25. Oh, Holzbalken, Holzbalken. Wir müssen Holzbalken ran. Und Merken wir Stoff uns mal. derzeit. Ich gehe Ja, mal zu Stoff und Holzbalken und du Stamm. zu. Nee, ich gehe jetzt erst nochmal zur Achterbahn, weil die ist jetzt soweit. Ja. Also du machst dann Stoff und ich mache Holzbalken. Genau. Richtig? Ja. Alles klar. Ja, jetzt geben wir hier ein bisschen Hackengas, dass wir das jetzt noch ein wenig hinkriegen. Das seid ihr, glaube ich, gar nicht so von uns gewöhnt. Oh. Das sieht doch schon mal besser aus, ne? Was fehlt jetzt hier? Noch 50 Stunden. Ja. Holzbalken fehlt. Holzbalken, Bretter, lange Bretter. Bretter. Ja, das haben wir, glaube ich, alles da. Ja. Moment mal, ich schreibe mir das kurz auf. Weißt du noch, wie viele Holzbalken gefehlt haben beim Ding? Boah, nee. Achterbahn. Holzbalken. Brauchst du den Retriever gerade? Nein. Holzbalken, da brauche ich 6000 Liter. Okay. Dann nehme ich gerade die langen Bretter auf, weil das ist nämlich die gleiche. Ding, da brauche ich noch 3100 Liter. Okay. Und dann natürlich Bretter. Ne, lange Bretter brauche ich 2200. Hoppala. Lange Bretter und dann Bretter waren es. Da waren es die 3100 Ach Liter. Mist. Und ja, was ist jetzt hier? So, also renne ich mal los. Brauche ich einen Trecker ab zum Sägewerk und das Zeug holen. Aber ich nehme, glaube ich, den Klaas, der. Der sagt mir ein bisschen mehr zu, wie der New Holland. So.
Oh Mann, also da haben wir uns echt noch was angetan hier, du. Ja, wer weiß, vielleicht schaffen wir es ja sogar noch, diesen Livestream mindestens etwas hier noch fertig zu kriegen. So, was steht's denn auf Palette-Ding? Ne, das will ich nicht. Holzstapelpaletten waren es, glaube ich. Ach, jetzt habe ich gar nicht geguckt. Stefan, ich möchte mal gerne was von dir hören. Okay. 3, 2, 1.